Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viva 18 Geier Modus mit dem HSV und natürlich wieder mit mir, in dem Dominik. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, es ist langes her, ja, da war die letzte Folge und ja, es hat sich ein bisschen was getan und zwar seht ihr gerade keine Facecam. Das wird in den nächsten drei Folgen so sein, weil ich möchte jetzt erstmal einen kleinen Aufnahmemarathon machen, weil ich muss doch einiges aufholen mit euch. Wir hängen hier immer noch im Jahre 2017, ist nicht cool, ist gar nicht cool. Ja, ich habe mir so eine kleine Pause gegönnt von den ganzen Aufnehmen. Ich wollte einfach nur ein bisschen mal so zocken. Und dann kam auch noch meine Xbox dazwischen. Ja? Ich habe ja, vielleicht weiß der ein oder andere das schon, wahrscheinlich eher weniger. Außer einige von euch haben Instagram oder Snapchat. Ne, da hat man das gesehen. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, falls ihr FIFA 18 zocken wollt, mit mir mal irgendwann auf der Xbox, falls welche von euch eine Xbox haben. Könnt ihr mich adden? Ich muss jetzt, ich glaube, DomiWLP ist, glaube ich, mein Name. Glaube ich. Sonst schreibe ich das in die Videobeschreibung. Achso, ich sollte ja noch jemanden schön grüßen, ja? Da war doch, glaube ich, irgendwas, oder? Ja, das machen wir doch mal gleich direkt. Muss ich mal kurz hier Instagram öffnen. Ja, ja, der Nico! Ja, schöne Grüße gehen raus. Ja. Ja, das ist der HSV, wie der aktuell ist. Sieht fast so aus wie der auf meiner Xbox, nur dass Art ein bisschen stärker ist, Salihovic ein bisschen schwächer. Mavrej genauso stark. Ja, so sieht der HSV aktuell aus. Ich kann mich kaum noch dran erinnern, aber das ist schon mal gut. Was mich ein bisschen ärgert, hier zum Beispiel, Jung ist ZDM und im neuesten Update ist er Innenverteidiger. Ich hätte ihn gerne als Innenverteidiger, aber er kann ja auch so Innenverteidigung spielen. Also passt das eigentlich ganz gut. Was ich nochmal gucken wollte, ist hier, wie ich das hier alles zusammengebastelt habe. Wir werden nochmal den Druck ein bisschen erhöhen auf 80 und hier auf 90 stellen. 40, das ist gut, das ist auch gut. Das ist, oh, machen wir 80. 80 ist gut. Das klingt super. So lassen wir das auch. Ich habe gesehen, hier der gute Wood hat schon 12 Tore gemacht. Und der Hahn 9. Wo stehen wir denn eigentlich? Wir sind gerade Zweiter. Was haben wir denn zuletzt gespielt hier eigentlich? Siehst du? 2-2 gegen Hoffenheim. Ah, das ist ja ärgerlich, so, ey. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, dann wollen wir erstmal weitermachen. Training haben wir schon gemacht. Und apropos Training, wir haben eine Trainingsverletzung. Rick van Drongelen fällt aus für einen Tag, aber müsste ja jetzt wieder fit sein. Nationaltrainerfährte von Schweden brauchen wir nicht. Der möchte spielen. Kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Ich wäre ja dafür, dass wir abspielen lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Paul ist back, ja? Ich habe bei mir jetzt vor kurzem auch auf meiner Xbox eine Karriere gestartet. Und zwar genau gestern. Vor kurzem. Alter, der hat Paraden gemacht. Das ist unfassbar. Das war schon... davon muss ich mal irgendwann welche aufnehmen. Also das ist schon, falls ich mal wieder solche hinbekommen sollte. Wo haben wir denn überhaupt... Wem haben wir denn überhaupt hier schon alles verkauft? Hand anscheinend. Wir haben anscheinend doch schon sehr viel getan hier. Ja. Packen wir das mal so hin, das mal so hin. Wir wollen ja mal ein bisschen rotieren. Na, sonst heißt es ja wieder, wir machen hier nichts. Ne? Aber so sieht das hier nicht aus. Nicht beim HSV. So. Ich habe, ich weiß gar nicht. Ah, siehst du, oh Mann, ey, ich muss hier so viel nachholen. Das ärgert mich gerade. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Was hatte ich? Ich hatte ja sehr viele Vorschläge bekommen. Und es sind auch schon zwei auf dem Weg. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Ngunku, an den kann ich mich erinnern. Entschuldigung, aber ist ein geiler Name. Und Barco, das ist schon mal gut. Das, also, ich weiß nicht, woher ich den habe. Aber den habe ich mir direkt geholt in meiner Karriere und muss sagen, der ist super. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Den werden wir auch demnächst irgendwann mal holen. Und dann habe ich noch einen gefunden, aber den lassen wir erstmal so links liegen. Ich möchte gerne spielen. Ich muss sagen, es ist jetzt gerade sehr, sehr ungewöhnlich, auf so einen kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Monitor zu zocken, weil ja, wie soll ich sagen? Aber komm, machen wir das so. Ich habe jetzt die letzten Tage immer schön auf einen 55-Zoll-Fernseher gezockt.
Und jetzt so ein 27 Zoll Monitor. Ist klein. ja, ihr. Oh Gott, das. Boah, Alter, das ruckelt hier, Mensch. Sage mal. Ist ja schlimmer als auf der Xbox. Ich glaube, ich brauche einen neuen PC. Guck mal. Lassen wir den mal da drüben mal ganz alleine, den. Ne? Den mit der 16, dessen Namen ich nicht gerne aussprechen möchte. Ach, guck mal, ey, das ist der HSV, wie ich den gerne hätte, ey. Genau so will ich das Passspiel auch im Spiel sehen. Genau so. Guckt euch das mal an, wie flott das funktioniert hier. Oh, ich werde gerade angerufen. Wir müssen mal kurz unterbrechen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Heute begleiten für Sie Wolfuß und Frank Buschmann die Partie mit nicht ganz alltäglichen Wetterbedingungen. Was sagt der Wetterfrosch? Ja, stimmt, Wolf. Es schneit und schneit und schneit, aber nicht so stark, dass die Partie abgesagt werden musste. Heute heißt es SC Freiburg gegen den HSV. Zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Schauen wir auf die Formation. Wir sehen ein 5-2-3 bei ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die Defensive damit abgesichert haben, aber wir haben ja auch drei Leute vorne. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Der Hamburger SV wird heute auf Sieg spielen. Nach dem Unentschieden zuletzt, als man es mit der TSG Hoffenheim zu tun hatte. Bei diesem 2:2 hatten sie schon durchaus ihre Siegchance. Vielleicht ist es ja heute so. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. So, und damit geht es los. Freiburg gegen den Hamburger Sportverein. Freiburg von links nach rechts in Schwarz. Gegen den Hamburger Sportverein von rechts nach links in den weißen Trikots und roten Hosen. Nach einem Tag und mehreren Stunden und mehreren FIFA-Abstürzen und PC-Abstürzen. Hoffentlich läuft die Aufnahme jetzt. Und der HSV schon mit dem ersten kleinen Tor hier da vorne, aber kein Abschluss. Und ja, jetzt kann man endlich mal ein bisschen wieder über den HSV quatschen. Ja, das neue Jahr. Apropos neue Jahr, ja, siehst du. Euch allen ein frohes neues Jahr. Auch wenn das jetzt ja auch schon fast eine Woche her wieder ist. Fast. Ja, fast. Ne? Wenn die Folge rauskommt, ist das ja auch schon fast hier. Ja, ich hoffe, ihr hattet ja eine schöne kleine Fete. Ne? Denkt dran, seid immer schön artig, auch in diesem Jahr. Ja, und oh, Papadopoulos mit der... Ja... So kann das Spiel natürlich auch losgehen. Die Grätsche von Papadopoulos leider nicht allzu gut. Die Verteidigung, ja, durch die Beine und dann, ist alles ein bisschen ärgerlich gelaufen, ja. Scheiße, ey. So kann es natürlich auch wieder super losgehen im neuen Jahr. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet, oh, meine Fresse. Ja, so will ich sehen. So will ich das sehen. So, oh. Schade, Ab. Schade. Ja, der HSV befindet sich gerade im Trainingslager. Ja. Und da
Da gab es ja schon einen ersten Eklat direkt, ja, typisch für den HSV, leider. Wallace nicht erschienen in Hamburg zum Abflug. Was ich ein bisschen, ja, schade finde, weil das, ja. Wäre ich der Trainer, ich hätte sofort gesagt, raus mit dir. Also Wallace ist, glaube ich, ein guter Spieler, aber der hat noch nicht ganz reingefunden. Und, ah Mann, ey. Also irgendwie haben wir wieder eine Chancenverwertung vom Schuh. So. Jetzt aber. Jetzt ab. Immer in der Ecke. Ja, ich bin ja mal gespannt, was sie da so im Trainingslager alles machen. Ich hoffe, die kommen besser zurück, als sie aufgehört haben. Und da ist Diekmeier. Holpi verletzt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Holpi ist mit einer unserer wichtigsten Spieler hier überhaupt. Eine Hand haben wir, glaube ich, nicht mehr. Habe ich gestern noch gesehen. Aber... Was? Ah, das ist doch skandalös. Das gibt's ja wohl gar nicht. Aber wo war das mit dem Foul? Arschloch, du. Ja, so geht's gleich direkt hier los. Ah, komm! Ah, schade. Hat er aber noch Speed aufgenommen, der Ball, ey. Junge, Junge, Junge. Bevor es losgeht, das hat doch schon längst angefangen, das Spiel hier. Ach, Mensch. Also ich muss ja sagen, ich weiß ja nicht, was ich gestern schon alles erzählt habe. Ja, aber, oh, sag mal, jetzt reicht's mir. Den ein oder anderen Transfer werden wir auf jeden Fall noch tätigen müssen, ja, gerade was das Mittelfeld angeht. Finde ich, sind wir da noch relativ schwach belegt, aber auch... Komm, Kostic, da musst du vorbei, Mensch. Aber auch in der Verteidigung werden wir uns auch noch ein bisschen verstärken müssen. Ich glaube, im Sturm haben wir erstmal genug Spieler mit Arp, Wood und... Ah, da hätte ich andersrum gehen müssen. Scheiße. Ich glaube, das reicht schon da vorne. Und... Also, was heißt Transfers? Wir werden natürlich hier auf die Jugend gehen. Ne? Das meine ich mit Transfers. Ich habe ja gesagt, hier werden nicht allzu viele Spieler gekauft, sondern eher auf die Jugend gesetzt. Was der HSV vielleicht auch mal machen sollte. Also der echte HSV. Weil meiner Meinung nach haben die sehr gute Jugendspieler, aber es wird immer zu wenig auf die Jugend gesetzt. Schöner Schuss von Arp. Und ja, ich hoffe, das ändert sich jetzt mal irgendwann mal. Weil der HSV hat ja meiner Meinung nach nichts mehr zu verlieren. Sie sind auf dem 17., glaube ich, jetzt. Ja. Also ich glaube, da könnte doch ein Diekmeier ausgetauscht werden eigentlich. So, jetzt der HSV mit ab. Und da ist Holpi! Oh, gegen den Pfosten! Oh, schon wieder eine Chance liegen lassen. Schade, schade, schade. Aber ja, was ich noch fragen wollte, apropos Neues, ja, ne? Habt ihr euch irgendwas vorgenommen für dieses Jahr? Ja, irgendwelche Vorsätze, diese typischen Vorsätze, ich will abnehmen, ich will mich gesünder ernähren, ja, die habe ich auch, aber ich weiß jetzt schon wieder, dass das nur im Januar klappen wird und dann war es das auch. Ja, so ist das nun mal. So, schöner Pass, jetzt ab und jetzt drin, schönes Ding. Ein schöner Pass von Janicic. Ach, ihr wisst schon, ne? Ich hoffe, dass ich den richtig ausspreche. Ich muss das mal irgendwie beim Google-Übersetzer eintippen, ne? Ein Stürmer seiner Klasse macht den natürlich sicher rein. Sein fünftes Tor in der Bundesliga. Fiete Arp. Schön gemacht. So, jetzt drehen wir wieder das Spiel. Ja, Vorsätze abgehakt, ja, Liste, muss mal hier in der Liste durchgehen hier. Weil ich habe mir auch vorgenommen, definitiv, ja, wieder aktiver zu werden hier auf YouTube, was jetzt Anfang des Jahres nicht klappen wird, das weiß ich jetzt schon, da ich
da. Oh, Pollersbeck! Schönes Ding. Da ich im Ende Januar. Oh, Pollersbeck, die zweite. Eieieiei. Ende Januar, Anfang Februar habe ich, glaube ich, schon die erste Prüfung. Und dann im März kommt schon die nächste Prüfung. Und zwar die Zwischenprüfung. Ich befinde mich ja in der Ausbildung, falls ihr das noch nicht wusstet. Alter, das ist jetzt ein Witz, oder? Alter, jetzt mal ernsthaft. Der pfeift jetzt hier schon das zweite Ding, was ich überhaupt nicht verstehe. Also jetzt werde ich langsam... Hupsili. Fuchs, Teufelswild. Dietmar. Schönlebe war das doch hier, ne? Ja, dann sehe ich doch in der blonden Friese da. Langsam werde ich aber hier... Ne? Schön gemacht, Dietmar. Oh, das war nicht gut. Komm, Papadopoulos, die musst du diesmal haben. Den hatten aber diesmal Müller. Schön gemacht, jetzt wieder der HSV. Auf dem Weg nach vorne. Da ist Arp, aber ist natürlich nicht der Schnellste. Da muss, muss er noch einiges abgucken von dem Herrn Wood. Der doch einiges schneller ist da vorne als, ja, der andere. Oh, das ist eine gute Lücke für Freiburg, aber hat nichts gebracht. Also ich habe das Gefühl, dass ich noch ein bisschen an der Taktik was umändern muss, weil ich habe jetzt, wie gesagt, auf der Xbox, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe alles schon. Was ein schwacher Pass, Holpi! Was ein schwacher Pass. Was war das denn? Da ich ja doch aktuell sehr aktiv auf der Xbox spiele, muss ich sagen, was ich ja selber nicht gedacht hätte. Unter anderem nur Madden, also Football, American Football. Also mal, was mache ich hier gerade? Schön gemacht, Wallace. Der macht seine Arbeit. Ja, Kostic, ich will das ein bisschen schneller hier haben, das Spiel. Ich hoffe, du weißt es. Ah, der verschwindet schon wieder. Beide verschwinden schon wieder, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mal kurz was an der Taktik gucken, weil das gefällt mir hier alles noch nicht so ganz. So, das ist... Ja, nee, das müssen wir kurz machen. Nee, das müssen wir hier mal auf 50 machen. Und das machen wir mal auf 90. 90 und das machen wir auf 95. So, dann müsste das jetzt hier mal ein bisschen besser funktionieren. Hoffentlich können sie das direkt gleich umsetzen. Es scheint so, als ob das eine gelbe Karte geben würde. Aber nein, gibt es nicht. Jetzt können wir ruhig weitermachen. Hallo? Hallo? Okay. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall nach März, also ich denke mal so April, wird sich doch schon ein bisschen was ändern. Ja, also da wird es auch mehr Streams geben, definitiv. Also das hatte ich ja sowieso irgendwann mal angesetzt. Aber ja, es ist sehr, sehr schwer, muss ich sagen, was zeittechnisch alles so vor mir liegt. Ja, Prüfung, Prüfung, noch eine Prüfung und noch eine Prüfung. Danke an die Bahn. aber ja. Ist halt so, ne? Hat natürlich Vorrang. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich versuche es halt immer so zu machen, dass ich im Voraus aufnehme. Wie zum Beispiel aktuell jetzt. Jetzt versuche ich irgendwie erstmal wieder 2-3 Wochen irgendwie voll zu kriegen. Deswegen nehme ich auch ohne Facecam auf. Ich hoffe, das ist okay für euch. Weil das wäre jetzt alles ein bisschen zu umständlich. Also was heißt zu umständlich? Das wäre schon ein bisschen noch zeitaufraubender als sonst. Weil... Ja, ich habe aktuell Urlaub, deswegen ich will das auch noch ein bisschen nutzen können, um was anderes zu machen. Und zwar abzunehmen. Ja. Darauf erstmal ein Snickers. Ja, auf jeden Fall. Oh, was mache ich denn da? Das war dumm. Das war meine eigene Dummheit. Aber schön gemacht. Santos ist zur Stelle. Jetzt, Nikolai Müller, jetzt musst du mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja? Jetzt brauchen wir mal dein Tempo. Weil sonst wird das ja hier nie was mit dir. Nikolai Müller. Ja, das war schlecht gelaufen. Ab. Muss man leider so sagen. Stellungsspiel schlecht. So. Auf jeden Fall, ja, das hat. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles gesagt. Wenn es noch irgendwas zu erzählen gibt, dann erzähle ich es. schade. Mann, jetzt ist der HSV, also jetzt ist wirklich ein spannendes Spiel. Beide Mannschaften haben sehr viele offensive Aktionen.
Jetzt Müller, da steht er perfekt, aber Ball nicht gut mitgenommen. Nee, wir wechseln noch nicht aus. Ah, nee, kann das nicht mal jemand anderen machen, der ein bisschen mehr Effekt hat? E81, das wäre doch schon viel, viel besser. Ah, okay. Okay. Holpi, du machst das nicht mehr. Oh. Ja, jetzt machen wir die Seite auf da, das ist klar. Aber muss man ja auch mal machen. Aber schön gemacht, Santos ist da. Santos ist zur Stelle. Und ja, das war's hier vorne auch schon wieder. Jungs, also irgendwie... Boah. Oh. Oh, schön gemacht. Ab jetzt wieder. Ab! Kostic! Boah, gut pariert, muss man ja mal sagen. Da hat er sehr, sehr gut reagiert. Ach, das war gar nicht Kostic, das war Müller. Ja, kein Wunder, warum der nicht reingegangen ist. Das war ja... Ne, mit seinem schwächeren linken... Sonst wäre da ja mehr Wumms hinter gewesen. Das steht fest. Ja, Mann, ey. Wir brauchen definitiv mehr Pressing. So, Pressing. Ich will, dass wir da die vorne so wegböllern. Oh, Müller! Ich wechsle dich gleich aus, ey. Oh. Ich finde das ja schon krass, dass sich der Müller schnell verschlechtert. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der sich hier schon verschlechtert hat. Das hätte ich ja machen können. Jatta hätte reinkommen können. Obwohl, nee, Lombardi, nee, Jatta. Die sind beide alt, gleich alt, oder? Nee, doch nicht. Dann doch. Nee. Dann kommt Hahn noch für Wallace. Holpi rückt nach hinten. Und dann kommt noch Wood. Jetzt sind wir wirklich offensiv angetan hier. So, kommt mal irgendeiner ran hier. Rick van Drongelen. Eieieiei. Das war super schlecht gespielt. Muss ich ehrlich zugeben. Hatte ich schon mal besser erlebt. Oh, Wolfsburg kommt als nächster Gegner. Oh, Polesbeck. Gut gemacht. Diekmeyer hätte es besser machen können. Das war aber mehr Glück als verstanden, ne? Das ist euch doch hoffentlich bewusst, oder? Alter, der Arp geht da durch. Aber irgendwie keine richtige Anspielstation habe ich hier. Ja, das ist... Oh, ihr geht mir gerade auf den Sack, ey. Ihr steht da echt wie so ein... Ameisenhaufen. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Ich würde mal nicht sagen verdient, aber es ist auch nicht unverdient, weil die nutzen wenigstens ihre Chancen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, kommen wir hier nicht ganz aus dem Knick. Oh. Ja, genau da. Oh, genau das meine ich, ey. Diese Pässe, die sind so schrecklich gerade. Ja, und dann so ein Schuss. Oh, nee, das enttäuscht mich gerade. Also, wenn wir das Spiel hier verlieren, dann, ja, gibt's Strafrunden ohne Ende, das sage ich euch, ey. Also, irgendwie gefällt mir das, wie ich auf der Xbox spiele. Boah, Diekmeyer! Schön gemacht. So, was, guck mal, wie die drei hier stehen und nichts tun. Das kostet Zeit ohne Ende. Oh, reg mich das auf hier. Habe ich überhaupt auf Offensiv gestellt? Ne, siehst du, guck mal. Stellen wir jetzt mal auf totaler Angriff. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Ja, ich drück volle Kanne, Alter. Ich könnte... So. Jetzt... Oh, Alter, hallo. Oh, ich... Also totaler Angriff ist für mich eigentlich so das Sinnloseste, was es überhaupt gibt. Schön gemacht, Papadopoulos. Sie bekommen den Angriff. Weil, wenn der Innenverteidiger nach vorne geht, drückt irgendein Mittelfeldspieler in die Innenverteidigung. Das will ich nicht.
Wenn ich totale Angriff meine, dann meine ich totaler Angriff. Guck mal, ab. Wo läuft der Typ hin, ey? Den kriegt er auch nicht mehr. Ach Mann, also das enttäuscht mich gerade zutiefst. Oh, ab, Alter, ey, was ist denn das gerade? Ein Schuss nach dem nächsten versemmelt der. Boah, ist das eine Katastrophe hier gerade, du, ey. Komm, komm, Bobby, komm, Bobby. Also, ja. Ja, ja, ja. Wir nehmen langsam die richtige Form an. Mit dem linken! Oh Mann! Ach, 10 Schüsse, ey! Also ein bisschen enttäuscht bin ich ja schon, ne? Mit dem linken, mit dem rechten, beides kacke gerade. Ja, genau. Genau. Hahn, das muss schneller gehen. Ach, das müssen wir noch ändern hier. Also nächste Folge, kann ich euch schon mal sagen, wird ein bisschen taktischer orientiert sein. Oh, Stiegmeier, ey. Da werden wir nochmal ein bisschen die Taktik bearbeiten müssen, weil das gefällt mir hier irgendwie alles nicht. Andere Formation brauche ich auch nicht, weil die Formation, mit der kann ich am besten spielen. Ja, der Art, der kann nicht mehr da vorne. Der war zu überfordert, dieses Spiel. Und zu schwach. Leider. Ja, das Spiel haben wir verloren. Passiert auch manchmal im Fußball, ne? Aber müssen wir sagen, zu Recht verloren. Chancen nicht genutzt, Chancen zugelassen. Ist leider so. Und nächste Folge werden wir definitiv an der Taktik was ändern. Ja. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich mal wieder ein bisschen FIFA. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Ja. Auch wenn die Folge halt nicht, wenn das Spiel halt nicht gut war, ne? Aber wir bessern uns und dann haut rein. Genießt noch eure ruhigen Tage, falls ihr noch Ferien habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.